So, mich stört es, dass man bei dem neuen Outer City Update immer erst eine neue Spur erstellen muss, damit man auf einer neuen Spur anfängt aufzunehmen. Das ist echt nicht cool. Krass, dass es schon so weit fortgeschritten war, wenn ich jetzt hier nur so ein bisschen davon drücke. Dann läuft er langsam. Wenn ich schneller drücke, läuft er schneller. Das gab es schon eher, aber... Oh, wenn das nicht dieses irgendwas Junge und Mädchen sind. Was hat euch so lange aufgehalten? Ich war müde vom Warten. Jetzt sagt Tschüss, dieses Mal ist es... Diesmal bin ich so ernst, wie man ernst sein kann. Okay. Das ist schon krass. Blossom und Miss Tweavis. Ah, ich hab Quakesteuer nach vorne. Und Espion. Mach ich Surf und dann nochmal Psybeam. Ach, Psybeam, was soll das bringen? Ach, das ist doch Typ Geist. Oder Typ. Ich weiß jetzt nicht, ob es Typ Geist only oder Typ Psychogeist ist. Also Surfer trifft trotzdem, das ist gut. Müsste reichen, genau. Ah, sie hat ja Raichu. Ach, kann mir doch egal sein, ich hab doch Immunität. Jetzt hört man mich wieder im Hintergrund. So. Espion macht. Blossom. Das reicht sogar. Okay, es ist schneller als ich. Geht durch Synchro wieder mal. Toll. Knuddeluff und Milotic. Ich gehe erstmal auf Milotic. Confused und verliebt. Okay. Ach, schlug diese Attacke hat die mit den Leuten in der Stadt eingesetzt. Würde zumindest Sinn ergeben. Ja, warum ist es jetzt verliebt in Milotic? Wenn ich wirklich tough angreif. Hä? Das ist ein Quatsch. Mann, bitte hör auf! Die macht mich echt fertig. Vielleicht gehe ich doch eher erst auf Weekly Tough. Naja. Kann ich insgesamt vergessen hier den Kampf. So. Mach schon mal Surfer. Aber was bringt Surfer? Mach ich lieber... Hä? Verwirrend. Ich sehe hier nicht mehr durch. Ich wollte eigentlich gerade die Attacke wechseln, dabei habe ich nur... eine andere Attacke für... Dabei habe ich nur eine Attacke für... Ach, ich habe Nachtara ausgewählt. So, mache ich hier mal einen Biss drauf, damit das Surfer mehr wert. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich hier laber. Aber.
Das kann mir egal sein, weil ich jetzt Megani reinhole. So, damit wäre Wigglytuff besiegt. Und Megani müsste jetzt Milotic.exe schließen können. Hoffe ich. Naja, nicht ganz, aber... Ach, jetzt wieder verliebt, okay. Und verwirrt. Danke. Geht doch. Auch wenn es nicht wirklich viel abgezogen hat, aber... Greife ich halt noch ein paar Mal an. Ich sehe schon. Das Ganze dauert noch eine Weile. Bitte besiege dieses Pokémon. Du nervst mich, bitte geh down. Megani, was soll das? Du hast die EP eigentlich überhaupt nicht verdient. Okay, dafür doch. Wenn du jetzt angreifst. Und ich habe schon wieder den EP-Teiler vergessen. Es nervt mich langsam aus. Naja, Megani. Wie braver, okay. Auch wenn das mit Eissturm sofort weg ist, aber vielleicht wird es ein paar Erfahrungspunkte. Ach, ich gewinne sogar. Und tschüss. Eigentlich witzig. Zuerst ist es so ein Mini-Raum und dann, wenn man kämpft. Okay, ich zähle jetzt mal die Türen. 1, 2, 3. Vier. Es sind vier Türen. Aber wenn ich jetzt hier stehe, ist es nur eine Tür. Ich habe schon wieder verloren. Mein Stolz wird das nicht aushalten. Ich möchte, dass du niemanden verrätst. Dass du niemanden von unserem Kampf verrätst. Okay. Tschüss. Da ist er doch, der Experience Share. Ich werde ihn wohl auf Megani anwenden. Ach nee, das hält schon Michael Seed. Oh. Nee, dann nicht. Also, warum baut man das ein? Nimm doch einfach dieses Use weg. Ich finde Suicune cooler. Suicune kriegt den Experience Share. Ich sollte mit diesen coolen Schnitten aufhören. Schnitten? Ist das wirklich die Mehrzahl? Ich glaube ja nicht. Oder doch? Schnitz? Das klingt auch dumm. Ist mir egal. Und noch ein Kryptoknecht. Danke fürs Nerven. Maskregen und Ariados, ein Käfersammler. Das sieht man doch immer gerne. Yay, besiegt. Oh. Oh, bitte. Mach keinen Scheiß. Okay, gut. Ich will jetzt echt kein Risiko eingehen. Ich mache einmal Surfer und einen Ruf. Warum hört es eigentlich nicht? Okay, Ariados ist besiegt. Balls, Alter, Ball.
auf Hero-Cross und hier gar nichts, hier, das rufe ich einfach nur. Ich dachte, es hätte vielleicht sowas wie Restore gehabt oder so, aber anscheinend nicht. 1. Ich hätte mir irgendeinen Cheat reinmachen sollen, dass jedes Pokémon sofort gefangen wird. Ist besser für mich und besser für alle Anwesenden. Use. Ach nee, ne, ja stimmt, das war ein Netzball, der. Das war der Netzball, der Käfer-Pokémon besser fängt. Ich habe ja nur den Nestball. 1, 2. Ich hoffe, man merkt meine Begeisterung über diesen tollen Kampf. Items und... Nein, keine... Das war laut. Mal Sunny Day. Ich hätte doch lieber diese andere Attacke einsetzen sollen. Mann, das ist mir immer die erste These, das wollte ich sagen. Aber komm, bleib jetzt mal einfach drin hier. Wenn ich nochmal angreife, ist das doch tot, Mann. Als ob ich jetzt den Rest dieser Scheißfolge damit fülle, dieses Pokémon einzufangen. Ich war kurz davor, diesen scheiß Meisterball einfach drauf zu werfen. Jemand hat mir gesagt, dass du so stark bist. Ja, ja. Kannst du dir sparen. Ich weiß nicht, die Folge würde jetzt 13 Minuten gehen, ob ich den letzten Kampf da noch mache. Und schon wieder so ein legendärer Schnitt. Genial. Da muss ich mich auch echt manchmal selbst loben. Okay, wofür das jetzt hin? Noch eine E-Mail. Was ist das jetzt wieder für ein Quatsch? Der mich null interessiert. Oh! I did it! I analyzed the data room and managed to extract all partial list of Shadow Pokémon. For the time being, I've identified 29 Shadow Pokémon. There appear to be more, so I'll send updates when I find them. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich alleine schon mehr habe, aber... Okay. Ich bin der tausendste Gast! Ich bin der 1.000.000. Besucher der Website! Okay, Bandana Guy. So, wie mache ich das am besten? Ich denke, ich werde zuerst einen Surfer ausführen und dann einen Return of Nuzleaf. Das aber mit Fake Out entgegnet, weswegen mein Angriff ziemlich sinnlos war. Egal. Nochmal das gleiche. Was als hier dieses, wie auch immer das heißt, dann Geowatz macht, ist mir eigentlich egal. Das ist bestimmt nicht mal Geowatz, ne? So. Es ist Georock, genau, Georock ist es. Ich kenne mich ziemlich aus mit den Namen. Sabine müsste also... Ach, was mache ich denn? Lombrero ist doch...
fast immun gegen Wasserangriffe. Aber gut, dass Psybeam das jetzt rausnimmt. Einmal Slam und einmal Psybeam. Sollte reichen. Perfekt. So, you don't need to get... Genau, das wollte ich sagen. Ah, ich hab mir gedacht, dass... es dich glücklich macht, wenn ich dir sage, dass du der 1000. Gast wärst. Ist das nicht richtig? Okay, ich sag mal, das war's mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.